Hallöchen und willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Princess Peach Showtime mit dem Cowgirl in der Dämmerung. Yeehaw! Wir dürfen erneut das Lasso schwingen. Und dann wahrscheinlich auch wieder in den Keller, würde ich mal vermuten. Ich weiß nicht, dieses Geräusch klingt irgendwie, als ob ein Schiff ablegt oder anlegt. Möb. So, Cowgirl, es geht wieder los. Huch, ein Erdbeben. Ah, hier. Schatten auf dem Boden. Kleine Kakteen wachsen. Was ist hier los? Was rumpelt hier? Was ist los? Yeeha! Klar, der fährt einen Zug durch, macht alles kaputt. Spitze. Unsere Häuser, unsere Stadt wird völlig zerstört. Alles ist verloren. Epona, das ist derselbe Sound wie bei Zelda, da bin ich mir sicher. Hast du auch einen Namen? Hm? Mein Schimmel. Das wird dir wohl helfen. Ja, yeeha! Kannst du dich dafür da irgendwas verfolgen? Alle zählen auf dich, Cowgirl. Cowgirl, Cowgirl, you're my little Romeo. Ach, der passt ja noch nicht. Springen nicht vergessen. Wie? Kommst du hier? Gut, das eine habe ich auf jeden Fall erwischt. Wow. Diese Stadt ist bald Geschichte. Na, wie du, mein Freund. Wow, Laufbeat. Nee, Pferdchenlauf, das muss ich eher sagen. Och nö. Echt jetzt? Zu spät gesehen. Mist. Ja. Davon ist eine Rampe. Springe von dort auf den Zug auf. Klar, wenn sonst nichts ist. Super Peach. Ich habe schon wieder einen Kristall verpasst. Sie ist da oben. Aber hallo. Aua. Irgendwie nehme ich das noch was. Irgendein Disney-Dingsspiel von Tiny Toons. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil das war. Ich glaube, Bubs Big Break? Nee, halt, das war Buster Bust Loose, glaube ich. Wo es so ein Level gab mit dem Zug. Wo auch Schilder kam. Du musst den Zug stoppen, schnell! Deshalb muss ich hier posieren. Und in den Keller fahren. Durch den Zug, durch nach unten. Danke, dass du uns gerettet hast. War klar, dass der fehlt. Ah ja, ich muss wieder raus. Funkelt doch was. Ah. Ich will doch kein Gepäck. Jetzt habe ich wenigstens mal eins davon. Wo habe ich nur reserviert? Ja, wieso stehe ich da auch? Hier kommst du nicht vorbei. Ja, ich kann höchstens wieder mich selbst umhauen. Ach,
Ach Mensch, den da brauche ich. Das da. Fast nicht erwischt. Habe ich dich. Du weißt nicht, wo man aufgeben muss. Tja, wenn das so ist. Und tschüss. Na toll. Hey. Wie kommst du aufs... Na gut, neben den Zug. Sieh, also das ist ein Mädchen. Eine Stute. Wurde das vorher schon erwähnt und ich habe es übersehen? Egal. Komm, Epona. Jetzt bist du offiziell Epona. Diese Stadt ist reif für den Abriss. Ist sie nicht. Klar, sie läuft jetzt im Zug hinterher. Bam. Oh, it's a boss fight time. Hm? Wenn das so ist, reiß ich dich mit ins Verderben. Wirst du nicht, wirst du nicht. Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Das ist das Problem. Bäm. Nix hast du mit ins Verderben gerissen. Außer dich. Allein. Yay. Ich hab den einen, wo ich die ganzen Teile verpasst habe. Aber ich habe die Schleife da. Stella-Schleife halten. Das ist wieder was für Stella. Na, dann mache ich mir keinen Kopf, dass es was für Peach sein könnte. Peach waren die anderen Sachen, ne? Die normalen Schleifen. Das ist jetzt für sie. Ja, dann ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen egaler. Dann achtet man schon auf Stella. Ja, jetzt geht's wieder in den Keller. Im Laden soll es ein Spezialkleid geben. Sie muss das mal an, Peach. Okay. Es geht doch nicht in den Keller. Ich muss trotzdem nach unten. Ich wollte eh zum... Nee, ich kann ja... Wegen dem, was ich eben bekommen habe, das habe ich ja im Inventar schon. Das muss ich ja nicht kaufen. Garderobe, genau. Cowgirl-Schleife, naja. Uninteressant. So, hallo. Das war's für mich. Ich guck erstmal bei Stella. Funkelschleife. 500. Suchscheinkleid und Funkelkleid. Okay, kann ich beides kaufen. Stimmt, das war ja von der Schlange. Aber nee, grün, gehen wir mit grün weg. Funkelkleid. Fantastic. Nö, ich behalte mal das Disco-Kleid an. Oder? Sie, das hat's mir irgendwie angetan. Das ist auch ganz schick. Erinnert mich so ein bisschen an die... Ach, wo war das? In 3D World? An die Feuerblumen-Peach? Wenn das da war. N
Nehme ich. So, wieder nach oben. Das würde ich schon weiter aufnehmen. Puh, das war eigentlich 10 Minuten. Das ist ein bisschen schnell, ne? Für ein Part. Das war ja gar nichts. War ziemlich schnell, die Runde. Aber er war ja auch ein kleineres Level. Weil es halt, zweites Ding war von... Obwohl... Ich müsste wohl in den Keller. Ne? Es wurde mir zwar nichts gesagt, aber war ja nach dem ersten Mal so. Gibt es eigentlich irgendwann mal einen Aufzug oder so? Das wird langsam ein bisschen nervig mit dem Laufen. So 10 Minuten finde ich ein bisschen wenig für ein Video machen, dann noch ein Thumbnail dazu. Muss ich schon lohnen. Hat sich hier was getan oder bin ich jetzt umsonst runtergelaufen? Ich bin umsonst gelaufen. Nee, halt, da oben. Da oben funkelt was. Ah, hier. Here we go. Der Zug und die bedrohte Stadt. Aha. Okidoki, machen wir das auch noch. Yeah! Was ist denn hier los? Warum ist sie so aufgeregt? Er guckt doch da hinten. Oh, fuck. Ah, so sollte es nicht enden. Oh nein, wir müssen den Funkeli retten. Sowas von. Komm her. Es geht wieder los. Jaha. Mensch, geh doch darüber. Boah, ich dachte, dass ich das verpasst habe. Springst du freiwillig rüber? Ist ja doch Kufeklapper. Kommt mich jemand retten? Hier! Der Zug, er beschleunigt! Schnell! Hab dich! Wo ist der Zug? Ah, da, okay. Oh, ich dachte, ich wäre erledigt. Na, dann nicht weg hier. Wenn wir zurück sind, gebe ich eine Milch aus. Das klingt nach einem Plan. Was ist das? Wir kommen hier nicht weiter. Ist der Zug runtergecrashed, oder? Wir brauchen einen Plan. Sag mal, wo ist dein Pferd hin? Och nö. Hier. Als ob du jetzt die Kutsche geholt hast, da. Deine Stute brennt es wohl unter den Hufen. Ich nehme die Zügel. Spring du hinten auf. Halt, ich springe hier noch nirgendwo hin. Stand falsch. Erstmal gehst du wieder in den Keller.
Ja. Auf geht's. Ui. Verfolgt, überlasse ich dir. Da war noch so ein Stern dazwischen. Kein beruhigender Anblick. Nee, überhaupt nicht. Achtung, Wagenbruch, hierher schnell. Ja, schön. Vorsicht, wir müssen springen. Springen! Hilfe, ich stecke fest. Moment. Hab dich. Ich dachte schon, das wäre aus mit mir. Tut mir leid, dass du dich so warten musstest. Egal. Fall nicht runter. Schon wieder der Zug. Naja. Ich habe Angst, dass ich selber springen muss, aber nee. Spring auf! Wir haben es geschafft! Schnell zum Ausgang! Hoppla! Tja. Keine Zeit! Sie sollte aber auch mal werfen. Ich habe den Zug nicht kaputt gekriegt. Ja, ja, also sie halbwegs nicht wirft und so, keine Ahnung. Egal. Aber ich habe die Schleife. Auch wenn es halt wieder immer für Stella ist. Ne? Naja. Nicht schlimm. Du hast das Publikum echt umgehauen. Das freut mich. Leute, ich brauche einen Aufzug. Einen Fahrstuhl. So. Da muss ich jetzt nur noch im nächsten Part die Patissier Peach erneut spielen. Wieder ein bisschen backen, die Gruselparty. Es geht schon wieder irgendwie zu Geistern oder so. Das kann ein Spaß werden. Wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder seht ihr wieder mehr von mir und von mir nicht, aber vom Spiel. Princess Peach Showtime. Bis dann.